Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dem am meisten angefragtesten Video seit langem für eine ganz, 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 ganz lange Zeit. Und zwar habe ich Kosten, naja, keine Mühen gescheut und habe bei Shein ein Full-Face-Make-up für euch bestellt. Ihr habt wirklich wochenlang, monatelang meine DMs und meine YouTube-Kommentare vollgemacht mit Nachrichten, kannst du bitte Shein-Make-up testen? Guess what? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, ich bin echt gespannt, weil, also, First Impression bin ich ein bisschen schock, vor allen Dingen von der Verpackung teilweise. Wenn ich an Shein denke, habe ich immer so an sehr, 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 sehr günstiges Make-up gedacht. Und tatsächlich ist das Make-up auch echt nicht teuer. Also, wir befinden uns so im Essence-Preissortiment, finde ich, was teilweise für die Verpackung zumindest ziemlich gut ist. Wir werden das Ganze heute aber testen. Ich bin super gespannt und hoffe natürlich, dass es euch gut geht. Bevor es losgeht, habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch, denn dieses Video entsteht wieder in Zusammenarbeit mit Beautymates. Ihr kennt Beautymates bereits bei mir. Ich benutze sie seit mehreren Jahren. Falls ihr sie noch nicht kennt, erkläre ich euch ganz kurz, warum ich so gerne mit Beautymates zusammenarbeite. Denn Beautymates gibt dir und mir die Möglichkeit, eine sehr personalisierte Hautpflege zu erstellen und dann mit Boostern genau das zu erzeugen, was du gerade brauchst. Was ich im Moment super, super gerne benutze, ist die Kombination aus zwei verschiedenen Boostern. Gerade jetzt im Sommer, wenn wir ein bisschen Farbe bekommen wollen, aber nicht in die Sonne gehen, beziehungsweise immer Lichtschutzfaktor 50 tragen, was wir so oder so tun sollten, ist so ein Selbstbräuner Booster Drop super gut. Das Schöne ist, letztes Mal hattet ihr mich danach gefragt, ob er stinkt, wenn man er antrocknet. Ich finde nicht, weil ihr vor allen Dingen ganz, ganz wenig braucht. Also ihr benutzt die am besten abends einmal oder morgens in eurer Tagescreme. Dazu benutze ich immer hier entweder die Hyaluron 24 Stunden Feuchtigkeitscreme in Boost. Das Ganze gibt es aber auch noch in Lift. Die benutzen wir gleich, die mag ich total gerne. Ein Tropfen davon rein und ihr entwickelt über den Tag eine sehr ebenmäßige und sehr feine Bräune. Nicht so doll, nicht orange und ohne diesen ekligen Selbstbräunerduft. Das ist der AHA und BHA Glow Booster. Ich empfehle euch den, wenn ihr wirklich Probleme mit sehr trockener, sehr schuppiger Haut habt und wenn sie so ein bisschen uneben ist. Schaut mal, ich habe hier so ein Pickel mal und damit gehe ich gezielt in der Creme zusammengemischt, dann abends manchmal rauf und dadurch ist der schon viel, viel heller geworden. Und das mache ich meistens abends in meine Pflege mit rein, damit ich am nächsten Tag eine sehr, sehr glatte Haut habe und der Selbstbräuner noch besser in die Haut gehen kann und das Ganze so ein bisschen färben kann. Kleine Empfehlung, falls ihr nicht wisst, was eure Haut braucht, es gibt auf der Beautymates-Webseite einen super Set-Konfigurator und Produktberater, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ich habe wieder einen Code, der ist allerdings der letzte 30%-Code, also wenn ihr jetzt nochmal 30% sparen wollt, Freunde, das ist eure Zeit, bis zum 19. Juni habt ihr auf jeden Fall noch die Möglichkeit, mit maximal 30 ein bisschen Geld zu sparen. Ich benutze jetzt hier einmal die Lift Cream, die ist super, super reichhaltig und trage mir die einmal hier schon mal ins Gesicht auf. Die ist nicht parfümiert, ohne Parabene, ohne Mikroplastik und ohne Silikone, genauso wie die Booster. Die sind hochkonzentrierte Wirkstoffe mit drin. Die Verpackung hat sich tatsächlich auch geändert. Das heißt, es ist vor UV-Licht geschützt. Hier ist mehr Produkt drin als in den Boostern vorher für denselben Preis. Und die Viskosität hat sich so ein bisschen geändert, dass es sich noch ein bisschen besser verteilen lässt. Ihr seht, die Haut glänzt schön mit Feuchtigkeit versorgt. Und wir können mit dem Make-up anfangen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Erfahrungen mit SheGlam bzw. mit Shein habt. Denn das ist irgendwie so ein bisschen immer an mir vorbeigegangen. Ne? Ich habe Foundation gekauft. Zwei verschiedene Farben. Und das ist die Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Die kam in einer sehr schlichten Umverpackung, aber fühlte sich schon so sehr schwer an. Das Ganze ist aus Glas. Der Kopf ist sehr hochwertig gemacht. Wir haben hier sogar Metall verarbeitet für meinen Pumpspender. Und das Ganze kam in so einem Samtsäckchen. Ich dachte, ich habe hier eine 60 € Foundation von der Haptik her. Bin mal gespannt, wie die Farben aussehen. Schreibt mir gerne zu den Produkten, die ich benutze, immer eine kleine Review in die Kommentare. Das hilft ganz, ganz vielen aus der Community auch. Alle Produkte verlinke ich euch natürlich unten. Aber wenn ich eine Meinung gebe, ist es nur eine Meinung. Aber wenn ihr die Meinung zu bestimmten Produkten nochmal in die Kommentare schreiben könnt, dann können sich unsere kleinen Mäuse vielleicht etwas aussuchen. Könnte ein bisschen dunkel sein. Ja, die ist zu dunkel. Ich hoffe, die andere ist heller. Was ich sagen muss, kleiner Kritikpunkt, die Sachen sind echt sehr, sehr intensiv verpackt. Also wir haben hier die erste Plastikfolie und war viel mit Plastik. Das ist halt immer so ein kleiner Nachteil, ne? Also ihr seht, das kommt in so einem Samtsäckchen. Ich glaube, ich habe das mit Absicht gemacht, weil ihr seht, ne?
Das sind zwei verschiedene Nuancen und wenn ich die mische, könnte das ein Match sein. Ich mische mir das Ganze mal. Ich nehme einen Pumpstoß anderthalb von der und einen von dieser hier, von der dunkleren. Ja, wird schon irgendwie, ne? Okay, ich nehme mir einen Bufferbrush und arbeite mir die Foundation erstmal auf einer halben Seite ein. Sie ist nicht parfümiert. Sie riecht tatsächlich nur nach Foundation. Der Kraft ist... Girl, she's a full coverage queen today. Also ich habe definitiv natürlich auch zu viel genommen. Das Schöne ist, ich habe auch diesmal wirklich mehrere Produkte in verschiedenen Farben gekauft, einfach um zu gucken, dass die Farbe dann auch passt. Deckkraft ist iconic. Sie sieht noch recht luminous aus. Wir schauen mal, wie das Ganze auf der anderen Seite aussieht und wenn es ein bisschen angetrocknet ist. Denn breathable matt ist für mich matt. Außer, dass die Haut atmen kann. Okay, Deckkraft ist... A lot. Mein Hals hat natürlich noch ein bisschen eine andere Farbe als mein Gesicht. Ich finde, das Gesicht ist noch nicht ganz so, wie wir es eventuell haben wollen. Vom Finish her sieht die aber extrem gut aus. Noch ist sie nicht ganz matt. Ich bin gespannt, wie sich das verhält. Ich gehe jetzt nochmal mit einem Schwamm rüber. Gefällt mir aber sehr, sehr gut. Wir machen mal weiter mit einem Cream Blush, bevor wir den Concealer benutzen. Und das ist dieser hier. Auch hier das Packaging extrem gut. Ein Color Bloom Liquid Blush in der Farbe Love Cake, kommt in so einer Glasverpackung und der Deckel ist Plastik. Der fühlt sich ein bisschen cheap an, aber wir haben hier so ein Puff und das ist wirklich ein Cremeprodukt. Ich setze mir das jetzt mal hier hin und die Deck... Okay, also es ist extrem viel Produkt hier an diesem Schwämmchen dran. Fühlt sich sehr, sehr kühl an und ich arbeite mir das jetzt erstmal ein. Ich habe das nämlich jetzt als erstes gemacht, um dann eventuell mit Concealer noch so ein bisschen zu korrigieren. Okay, hat sich super schnell verblenden lassen. Und hat sich nicht weggeblendet. Das ist ja oft so, zum Beispiel bei diesem Charlotte Tilbury Blush, den ich euch neulich gezeigt habe. Der blendet sich ja so ein bisschen ins Nichts. Aber hier habt ihr sofort Farbe. Und ich finde, dass er sehr wet aussieht. Also sehr feucht, sehr nicht glitzerig. Also da ist kein Schimmer drin. Finde ich jetzt persönlich nicht schlecht. Was sagt ihr? Ich finde, wenn man so ein bisschen... Das ist das Problem bei Full Coverage Foundations. Ne? Ich habe das nie so verstanden. Aber wenn die Foundation sehr, sehr deckend ist, dann ist das Gesicht so... Plan, so glatt. Und wenn ihr dann mit Blush arbeitet und ein bisschen Contouring, Highlighting, Concealing macht, dann kriegt ihr wieder Dimension mit rein. Und wenn die Foundation nicht so deckend ist, dann braucht ihr nicht so viel, weil eure eigene Haut durchscheint. Logisch. Okay, wir haben zwei Concealer. Einmal dieselben. Ich habe sie nur in unterschiedlichen Farben gekauft. Einmal in Cinnamon und einmal in Coconut Flakes. Ich glaube, die sind beide zu hell. Kommt in einem ganz klassischen Concealerfüßchen, Concealer-Tube. Okay, Farbe könnte doch passen. Habt ihr gesehen, wie... Also da, ich bin noch nicht ein zweites Mal rangegangen, ne? Und ich kann beide Seiten komplett mit Concealer voll machen. Das könnte hier echt was Krasses werden. Ich habe so viel Gutes von SheGlam gehört. Ich weiß, Regina beispielsweise, auf Instagram Regina ZLR, glaube ich, die benutzt total gerne die Lippenprodukte. Ich blende mir das Ganze jetzt mal aus und schaue mal, wie die Deckkraft dann bleibt. Aber ich sehe schon, die Deckkraft ist extrem hoch. Und das ist so krass, weil ich bin ehrlich mit euch, die Erwartung, dass... die Sachen, dieses cheap Make-up ist. Ne? Aber hier, she's bright. Deckkraft, fantastisch. Das Finish ist so ein Semi-Matt. Ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Blush rüber, um die Kontur so ein bisschen ebenmäßiger zu machen. Wow. Danke. Ich habe euch jetzt nochmal ein Stückchen näher geholt, dass ihr euch das Ergebnis anschauen könnt. Deckkraft ist immens. Finish, wunderschön. Ich glaube, ich habe kein Puder bestellt. Deswegen sette ich jetzt einfach mal kurz meine Base. Okay, und jetzt schaut euch mal an, wie ebenmäßig das Ganze aussieht. Ne? Unter den Augen, komplett gerade, schön gesettet, Full Coverage natürlich. Ne? Alright, wir können weitermachen mit, was habe ich denn hier? Ich habe hier einmal einen Blush und der sieht so, so verdammt schön aus. Das ist die Farbe Alice, ein Lightweight Matte Blush. Ich gehe jetzt hier mal rein, der ist extrem pigmentiert. Ich habe ihn schon mal geswatcht. Auch nicht parfümiert. Ich trage mir so ein bisschen was in der Hand ab. Ihr seht, ne? Meine Hände sehen am Ende des Videos immer aus wie Sau, aber mit einer ganz leichten Hand. Und der ist ein bisschen fleckig. Vielleicht war die Base nicht gesettet. Doch, aber super pigmentiert. Also hier ist jetzt so ein bisschen fleckig. Ich glaube, es war mein Fehler, weil die Base an der Stelle nicht ganz so gesettet war. Aber ihr seht, ne? Also super. Krass. Ich dachte wirklich, das wird nichts. Wir haben Highlighter, auch den testen wir. Auch der ist ebenfalls in so einem schönen Rautenmuster. Hier sind standardmäßig 8 Gramm drin. Ist in der Farbe Solo und geht so ein bisschen in die güldene Richtung. Hier muss ich sagen, ist die Verpackung schon wieder billig. Also ich weiß nicht, ob ihr es hört.
Das Gelenk hier hinten, das knackt schon. Also das wird nicht lange halten. Ich nehme fluffigen Highlighter Brush. Ja, ne, ist ein Highlighter. Der ist ein bisschen gröber glitzerig, aber super pigmentiert. Ne? Also ihr seht schon, schaut mal, der hinterlässt halt einen Schein. Der ist, ich glaube, sogar ein Stückchen zu dunkel für mich. Wir haben was für die Augenbrauen. Das probieren wir doch jetzt als erstes aus. Da habe ich Gutes gehört. Das hatten mir schon einige Zuschauerinnen geschrieben, dass ihr das Produkt sehr gerne mögt. Das ist der Brows on Demand 2-in-1 Brow Pencil. Okay, der hat einmal eine. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Der hat hier so ein. Wie so ein. Was ist das hier eigentlich für eine Antenne? Der hat hier so ein. Wie so ein Eyeliner. Damit kann man so kleine Härchen ziehen. Die sind so fein, dass ihr sie fast nicht sehen könnt. Ich hole euch mal ein Stückchen heran. Wir haben auf der einen Seite einen super dünnen, normalen, klassischen Eyebrow Pen. Der ist aber extrem klein. Damit kann ich schon mal hier so ein bisschen die. Oh, ich liebe ihn jetzt schon. Ich glaube, das ist der kleinste. Schaut mal, wie winzig klein der ist. Der Stöpsel, den ich hier gesehen habe. Der Kraft ist okay. Ist halt so zum leichten Füllen, ne? So zum Härchen reinzeichnen. Ich habe so viel Soap Brows in den Augen. Und jetzt probieren wir mal die andere Seite. Also, den finde ich schon gut. Ja, hier, seht ihr? Damit kann man diese kleinen Härchen mit reinmalen. Das ist halt ein super Dupe zu dem von Lime Crime. Okay, kommen wir zu der, ich glaube, schönsten Lidschattenpalette, die ich seit langem gesehen habe, Freunde. Das ist die Cactus Cool Palette. Ich habe die gesehen und dachte mir, wow, die passt jetzt genau in mein Thema. Demnächst wird mein Instagram ja auch wieder ein bisschen grün. Aktuell sind wir noch bei blau, aber dafür habe ich die geholt. Ihr habt schöne matte Farben, super cremige Schimmertöne. Ich habe sie schon geswatcht und wir schminken daraus jetzt meinen einfachen grünen Look. Ich nehme hier einen fluffigen Blende-Brush und gehe als erstes in dieses Grün hier. Das ist Pure Naked. Hat ein bisschen Kickback und sieht ein bisschen pastellig aus. Ich bin gespannt. Naja, ich habe es befürchtet. Also ich glaube, dass so die grünen Paletten und die bunten Paletten eher so ein bisschen softer pigmentiert sind. Was vielleicht gar nicht unbedingt schlecht sein muss, weil man eventuell einfach alltagstauglicher arbeiten kann. Aber man kann sie aufbauen. Also sie blendet sich nicht so ins Nichts. Ich nehme denselben Pinsel und gehe in die Farbe Best Shot. Da hoffe ich, dass die krass ist. Das ist sie leider nicht. Mit Mühe und Not hier. Aber grün ist halt auch so schwierig zu machen, weil das eine Pigmentkombination ist aus Farben, die schon schwierig zu machen sind. Ne? Also gelb ist super schwierig und blau ist super schwierig. Und wenn du das mischst, du musst es ja mischen, ist es nicht einfach. Ich gehe jetzt hier mal Sublime Lime, um hier den Übergang so ein bisschen weicher zu kriegen. Gehen die Farbe I'm a Pick. Die Namen. I'm a Pickle. Ich bin ein Gewürzgürkchen. Me. Ein sehr alt. Ich würde sagen, das ist eine alltagstaugliche grüne Palette. Ich nehme mir mal einen etwas kleineren Pinsel und gehe in die Farbe Relationship Status. Die hat Kickback Girl. Und setze mir die hier außen hin. Und das Schöne, ja, das ist halt das Gute jetzt. Ne? Auch die ist nicht so ultra pigmentiert mit einem Blended Brush. Kann man aber gut aufbauen und dann damit so ein bisschen verdunkeln. Dadurch wird es halt nicht so super, super intensiv. Auf der einen Seite schade, weil ich mir das gewünscht habe. Ich habe keine richtig, richtig grüne Palette. Ich gehe nicht dunkler. Ich nehme jetzt meinen Finger und gehe in die Farbe Skrilla. Die ist butterweich und die gebe ich mir hier direkt auf mein bewegliches Lid. Die ist so eine Kombination. Wow. So eine Kombination aus grünem, cremigen Schimmerlidschatten und diesem High-Pigment Glittergrün. Super, super schön. Also alleine wegen dieser Farbe hier, wegen diesen schimmernden Grüntönen. Ich habe so eine Palette, habe ich noch nicht zu Hause und ich habe auch noch keine Marke gesehen, die solche grünen Lidschatten hat. Ich gehe jetzt hier nochmal mit einem angefeuchteten Pinsel rein. Ist okay. Ist okay. I love it. Ich habe keine Alternative für Grün, ne? Und die ist alltagstauglich. Alright, wir haben noch was für die Lippen, Freunde. Und auch das sah krass aus. Ich glaube, das ist das Favoritenprodukt von Regina. Das ist die Farbe Birthday Lips. Take a Hint, Lip Tint. Oh, was für eine Farbe. Birthday Lips in der Farbe. Habe ich das zweimal gekauft? Ich bin auch wirklich ein Idiot. Okay, also das finde ich furchtbar. Es fühlt sich genauso an wie die Cheeky-Dinger von Maybelline auf den Lippen. Okay, Freunde, und das ist einmal das fertige Ergebnis. Was sagt ihr? Wie gefällt es euch? Ich bin ehrlich mit euch, ich bin schock. Ich bin schock, wie krass die Sachen performt haben, außer jetzt vielleicht der Highlighter und die Lidschattenpalette. Wobei, ich habe einen intensiven grünen Look
Und für das Geld war das völlig in Ordnung. Ich bin super gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Schreibt mir unbedingt ein kleines Feedback in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einmal bei Beautymates vorbeischaut. Dort findet ihr noch bis zum 19. ein 30% Angebot von mir für euch. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf.